Ja, meine Damen und Herren, ich muss jetzt die Brücke irgendwie schlagen von dem Vortrag von der Frau Jeschke zu dem, was wir in der täglichen Normungsarbeit machen. Es wurde vorher ja schon festgestellt, dass viele hier die 40-Jahres-Grenze schon überschritten haben. Viele von Ihnen sind in verantwortlicher Position in der Normung, haben sich aber noch innovative Gedanken bewahrt. Und die Frage ist, wie gehen wir denn jetzt vor? Was machen wir? Ja, wir müssen ja jetzt versuchen, irgendwie konkret hier etwas zu unternehmen. Und das möchte ich in meinem Vortrag etwas beleuchten. Normung der Zukunft mit neuen Methoden und Produkten. Bevor wir aber loslegen, gönnen Sie uns die 2 Minuten, uns selber auf die Schulter zu klopfen und sagen, wir sind doch echt gut. Ja, und fangen wir in der ersten Folie an. Was macht die Normung, die konsensbasierte Normung? Sie ist relevant, rechtssicher, nachhaltig und international. Ich will es nur noch mal feststellen, das ist einfach so. Ja, und das ist gut. Wir haben eingespielte Gremien und Prozesse. Wir haben klare, rechtssicheren Rahmen, sowohl im nationalen wie internationalen Umfeld. Jeder von Ihnen, der in der Plattform irgendwie aktiv war, genießt es dann wieder in Normungsgremien zu kommen, wo alles so klar ist, wo man genau weiß, wie die rechtlichen Situationen sind, welche Papiere man wie austauschen kann, was man da machen kann und was nicht. Das ist eine hervorragende Geschichte. Weltweit ist das alles geregelt. Wir haben grundsätzlich, ich dachte es mal so, an den gemeinnützigen Zielsetzungen, also es ist also nicht einer, der jetzt hier sein Interesse, ein Googler, der sein Interesse jetzt hier im Vordergrund hat, sondern wir versuchen für die Gesamtcommunity, für die gesamte Thematik eine vernünftige Lösung zu finden. Wir haben eine starke internationale Fokussierung. Wir haben eine breite Abdeckung der relevanten Themen. Wir machen jetzt nicht nur eine XML-Sprache oder eine YZ, wir machen von der Schraubennormierung bis zu Hightech alles quer durch. Ja? Und wir haben eine Strategie mit viel Mühe, wie man diese Normen nicht nur 2 Jahre, 3 Jahre, sondern langfristig pflegt. Als ich angefangen habe in den 80er Jahren, ging es um Funktionsblocktechnik, machen wir heute immer noch, wird gepflegt, gemacht, weiterentwickelt. Also wir haben hier einen, denke ich, einen sehr guten Stand. Das möchte ich als Eingangsstatement einfach mal so sagen. Und wir werden nachher sehen, wo denn dann die Probleme liegen. Wer organisiert das? Hinter diesem steckt ein Organisationsmatrix, die Sie alle kennen. Wir haben die allgemeine Schiene über den DIN, den CEN und die ISO, die elektrotechnische Schiene über die DKE, CINELEC in IEC und die Telekommunikationsschiene über die DKE, die ETSI und die ITU. Und das ist alles miteinander sozusagen verwoben, es ist geklärt, wie die zusammenarbeiten. Das ist das Weltbild dieser konsensbasierten Normung. Wenn wir uns anschauen, wie sind die Prozesse dort hinterlegt, dann ist das auch alles in trockenen Tüchern. Man weiß genau, wie das funktioniert, wer mit wem zwischen national, europäisch, international zusammenarbeitet, wie das funktioniert. Die Prozesse sind klar, die Mitspieler sind klar. Es ist ganz klar, wie das funktioniert. Das ist ein Riesengut. Das ist ein Riesengut. Ja? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir natürlich auch nicht verlieren wollen. Schauen wir uns mal an, wie sieht denn die Internationalität aus? Wie läuft das denn? Das ist jetzt hier sehr verwirrend. Heute kann man das relativ einfach sagen. Ich habe mir ein Bildchen dann nochmal vom Herrn Stein, das ist schon ein paar Jahre alt, aber das stimmt immer noch. Das Wichtige, was hier ausgesagt wird, ist dieser rote Balken. Der rote Balken heißt, dass wir Normen primär über die IEC machen, die dann in europäisches nationale Normen sozusagen übernommen werden. Also 80% unserer Norm laufen, unsere Normaktivitäten laufen direkt über die internationale IEC-Schiene und kommen dann als nationale Norm zurück. Das ist also unsere Arbeit. Das heißt, wir können heute davon ausgehen, dass was wir machen, ist international relevant, es sind weltweit gültige Normen, die über diese konsensbasierten Systeme organisiert werden. Wenn wir uns anschauen, wie das funktioniert, und jetzt kommen wir so etwas auf den Punkt, dann ist der eigentliche Normungsprozess, der die konsensbasierte Normung ausmacht, der ist hier zwischen dem CD und dem IS. Ja? Hier findet die eigentliche Normung statt, da ist ein Draft, da gibt es einen Draft vor Voting, vor CDV, was war das? Committee Draft for Voting, ne? Und dann gibt es den FDIS, genau, und dann gibt es den International Standard, der dann der IS ist. Okay. Und das ist der eigentliche Normungsprozess. Und der funktioniert eigentlich auch ganz gut. Wenn wir uns einmal drum anschauen, dann gibt es etwas drumherum.
Und es gibt zunächst mal, muss man ja zu diesem CDV kommen, ja, über den man dann sozusagen abstimmen kann, über den man kommentieren kann, der in diese ganzen konsensbasierte Normungsgeschichte reingeht. Und am Schluss haben wir eine Norm und nach der Norm muss man ja irgendwas machen. Man muss die verbreiten, man muss die nutzen, damit die dann auch wirksam wird in der Anwendung. Und wenn wir uns dieses Schema ansehen, dann behaupte ich mal frech, dieser eigentliche Normungsprozess, der ist in Ordnung. Das ist gar nicht das Thema. Frau Jeschke hat vorher auch schon gesagt, dass immer dieses Gerede von der Geschwindigkeit, das ist für mich völlig unerheblich. Also wir kommen hier innerhalb von 24 Monaten eigentlich durch, weltweit. Das muss man erstmal so hinkriegen. Das ist teilweise fast zu schnell. Ja, die Kommentierungsfristen sind teilweise sehr kurz und das muss alles ja laufen und gehen. Das ist in Ordnung, das funktioniert. Es gibt aber Probleme, das muss man ganz deutlich sehen, bei der Erstellung des CDVs und hin bei der Verbreitung und Nutzung. Und leider sind die Probleme etwas verkoppelt auch mit der Verfasstheit unserer gesamten Normungsgremienstruktur, mit unserer Normungsorganisation. Und da müssen wir mal hinschauen und da denke ich, müssen wir jetzt genau das machen, was die Frau Jeschke vorher gesagt hat, überlegen, ob man an manchen Stellen da mit evolutionären Methoden weiterkommt oder ob nicht an manchen Stellen wirklich was Neues machen müssen. Ich fange mal an bei der Erstellung des CDVs. Als ich eingestiegen bin in den 80er Jahren, da gab es bei Bayern eine Zentralabteilung, ja, und wenn da irgendwas Wichtiges war, dann hat der Chef gesagt, dann Beuge, da setzen sich jetzt zwei Leute hin und die schreiben jetzt da mal eine Spezifikation. Dann hatten die mal ein halbes Jahr Zeit, die zu schreiben. Ich übertreibe das ein bisschen so, ja. Das ist heute in unseren Industrieunternehmen nicht mehr so. Das heißt, es ist heute sehr schwierig, zu diesen Spezifikationen zu kommen, ja, weil es braucht Manpower, das ist ja für eine Normung, das, ja, es ist schwierig und es ist aufwendig. So dass heute eigentlich dieser normale Weg, dass wir einen Normungsbedarf haben, dass ein Normungsgremium das aufgreift, irgendein AK aufgreift, der AK dann diese Spezifikation ausarbeitet und dann, wenn die Spezifikation fertig ist, den Draft dann zur Kommentierung, zur Prüfung und dann über diese Prüfung dann zum CDV kommt. Das ist heute sehr, sehr schwierig. Wir haben hier auch einen Punkt, da kommen wir gleich nachher nochmal drauf, dass das Problem ist, dass dieser das muss ja mit kompletter Spezifikation fertig sein. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Interoperabilität im Auge haben, dann muss nachher ja alles fertig, komplett durchspezifiziert sein, fehlerfrei, wenn das in die ganze Kiste geht. Und vorher geht das nicht raus als Norm. Und das ist natürlich ein gewisses Problem. Es gibt sozusagen so Entlastungsflanken. Die eine läuft, dass irgendwelche Gremien, die GMA, aber auch der, zum Beispiel der VZVI, jetzt gerade mit der DIN-SPEC und so etwas, jetzt dazu arbeiten, sozusagen Vorarbeit leisten, Vorpapiere machen, auf denen man dann aufbauen kann und dann relativ schnell weiterkommt. Das ist ein Weg, den wir eigentlich durchaus gerne gehen. Warum? Weil dort auch konsensbasierte Mechanismen dahinter hängen. Es gibt einen zweiten Weg und das ist der, mit dem heute eigentlich die meisten großen Normenreihen gemacht werden. Der geht über Konsortialstandards. Das heißt, schauen Sie mal an, OPC, ja, ISA, alle diese Kisten, die laufen hier über Konsortialstandards. Das heißt, ein Konsortium übernimmt sozusagen das, das läuft dann alles innerhalb des Konsortiums und irgendwann ist das Konsortium fertig, hat seinen Konsortialstandard und denkt, ups, das wäre eine gute Idee, das zu einer internationalen Norm zu machen. Und dann gibt es einen sogenannten Fast-Track-Procedure, da legen die das auf den Tisch und dann wird es ganz schnell zum CDV und geht dann in die IS. Und dort ist Tempo gefragt. Ich habe mal diese Norm zur Unternehmensstrukturierung hier auf den Tisch bekommen, da war ich gerade frisch Leiter im FB9, da haben Sie dann 2-3 Wochen zur Kommentierung, das müssen Sie erstmal alles hinkriegen. Ja, das geht dann also relativ zügig. Das ist also dieser Konsortialstrang. Insgesamt aber, wenn Sie uns mal anschauen, das ist ja die eigentliche inhaltliche Entwicklung der Norm, das ist die eigentliche Inhaltentwicklung der Spezifikation, ist das irgendwie nicht befriedigend. Entweder sind die Prozesse nicht richtig agil, sie sind teilweise nicht offen hier unten. Das ist also irgendetwas, was, wenn wir mal vorher auch nochmal auf den Vortrag von der Frau Jeschke kommen, was wir eigentlich in Zukunft ändern müssen. Wir müssen also hier agile Prozesse haben, wie wir zu diesen CDVs kommen. Das dann zur Norm zu machen, das ist ein anderes Thema, das kriegt man hin. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wie sieht es denn aus, wenn wir die Norm dann tatsächlich haben? Und jetzt müssen wir schon ein bisschen Asche aufs Haupt bei unseren Normen. Wie sieht das denn aus? Die Verbreitungsform einer Norm ist heute typisch immer noch die Papierform. Das heißt, da bekomme ich das Ding, ja, in Papierform. Ich habe einen kostenpflichtigen Erwerb. Ich habe eine Beschreibung, die ist semi-informell. Die ist nicht mal semi-informell, die ist nicht drin. Das kann ich nicht auswerten. Und was hat es für Konsequenzen? Ich habe keinen freien Zugang
Das ist eine heiße Diskussion hier, ich weiß. Aber ich möchte nur mal mit der Frau Jeschen, wir sind beide an der Hochschule. Unsere jungen Leute akzeptieren das nicht. Wenn sie das nicht in dem Internet finden, das glauben sie doch nicht, dass sie sich so ein Ding kaufen, auch wenn es nur 3 Euro kosten würde. Sondern es geht darum, dass ich jetzt etwas brauche und entweder ich es habe und wenn ich es nicht habe, dann vergesse ich es. Dann mache ich es anders. Ja? Also wir müssen hier schauen, wie wir diese junge Generation hier sozusagen ranbringen. Und dazu ist aus meiner Sicht ein freier Zugang auf die Norminhalte mittelfristig unabdingbar. Die Darstellung. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in letzter Zeit Normen gelesen hat, die er nicht selber geschrieben hat. Machen Sie sich mal durch so eine Norm durch. Das ist eine Challenge. Ja, also ich finde, das ist nicht das, was man sich abends einfach mal noch so anschaut. Ja, das ist ein ist richtig harter Tobak. Ja, ich glaube, Sie wissen alle, was ich meine. Ja. Und dann natürlich für die Zukunft Industrie 4.0, die Semantik ist nicht elektronisch interpretierbar. Es gibt 2, 3 Ausnahmen in dem Bereich der Merkmale, STEP und so, wo man das versucht hat. Ja, aber im Prinzip müssten alle unsere Normen, eigentlich die gesamten Regeln, so sein, dass die nachher durch Automaten erfasst und ausgewertet und weiterverarbeitet werden können. Das heißt, die gesamte Semantik müsste automatisiert elektronisch erfasst werden können, was in den Normen steckt. Ja. Und ich glaube, da haben wir Nachholungsbedarf. Inhaltlich ist auch eine gewisse Schwierigkeit. Der Drive, eine Norm zu machen, war seither, dass es irgendwo an einer Stelle geklemmt hat. Ja, und dann haben sich die Fachleute zu diesem Thema zusammengesetzt und haben dann eine Norm geschrieben, die dieses Problem gelöst hat. Und das war dann so, dass im Prinzip für dieses Problem eine umfassende Lösung in der Norm dargestellt wurde. Ja. So diese Normen, die sind also lösungsorientiert. Das heißt, das Ziel ist die Festlegung aller für die Interoperabilität einer Lösung erforderlichen Aspekte in dieser Norm. Ja. Und das führt zu umfangreichen, viele betroffene Aspekte behandelnde und tief ausgeprägte Spezifikationen. Das macht unsere Norm dick, ja. Das macht sie unleserlich, das macht sie kompliziert. Ja, sie ist semantisch sehr, sehr ausgeprägt, das ist dann schon am Grenze zum wettbewerblichen Bereich und sie macht an vielen Stellen redundant. Wir können hier mal fragen, in wie vielen Normen überall beschrieben wird, wie eine Anlage strukturiert ist hierarchisch. Ja, das so als Beispiel. Es gibt so, weil überall die brauchen das, es gibt keinen Verweis auf irgendwie eine zentrale Konzeptnorm und dann beschreibt es halt jeder selber. Okay, also hier ist Handlungsbedarf. Und das ist, glaube ich, klar, das ist auch erkannt. Ja? Und die Normungsgremien und auch die Mitarbeiter der Normungsgremien, das sind ja sehr innovative, agile Personen, die sind auch dran, wie man das, was man da denn machen kann. Ich möchte mal zunächst mal ein paar Statements loswerden. Statement 1, um einen attraktiven Rahmen auch für IT-Standards zu bilden, ist es zwingend notwendig, die Normungsprozesse und Produkte weiterzuentwickeln und durch neue Formate zu ergänzen. Ich glaube, da sind wir uns alle drüber einig. Es muss was passieren, auch wenn wir, wie wir sind, gut sind. Ja, aber es muss was passieren, sonst haben wir ein Problem. Das Zweite, und das ist mir auch erst durch eine Diskussion mit dem Herrn Marschulek vom ZVI klar geworden, eigentlich reden wir immer von vorwettbewerblicher Normierung. Bei den Dingen, die wir jetzt im IT-Bereich machen, ist das nicht so. Ja, wir sind sozusagen, wenn wir jetzt normieren zu Industrie 4.0, da sind wir ja mitten im wettbewerblichen Bereich. Gehen Sie mal zu HMI, das ist ja nicht ein Thema, das in 10 Jahren kommt, das ist da. Ja? So, das heißt, wir haben in diesem industriellen IT, da entstehen IT-Normen typischerweise innerhalb der wettbewerblichen Phase. Sie stellen die Interoperabilitäten her, die für die Geschäftsprozesse der Wettbewerber unabdingbare Voraussetzungen sind. Ja, das heißt, die Wettbewerber sagen, okay, wir sind alle im Wettbewerb, aber wir brauchen unbedingt diese Dinge, um überhaupt interoperabel zu sein, um unsere Geschäftsprozesse dann abwickeln zu können. Ja, das ist ein Common Sense, dass man das an der Stelle braucht. Das hat aber dann auch ganz klar eine gewisse Rückwirkung auf die Art der Normen, nämlich der erforderliche Umfang und der benötigte Grad der Ausprägung der Festlegung ist mit den Wettbewerbern im Konsens festzulegen. Und ich lege einen drauf und sage sozusagen, strikt zu begrenzen. Wir müssen also aufpassen, dass wir die Spezifikationstiefe unserer Normen strikt begrenzen. Ich meine, Sie kennen das ja im Normungsgremium, da geht dann so der Gaul durch. Ja? Dann hat man das mal und dann schreibt man das da auch noch in den Normen. Müssen in diesen 6 Leute sind sich ja da einig. Dann schreibt man das noch rein und das noch rein und das noch rein. Das, ach, da können wir es auch noch. Und dann bekommt man also so etwas, ist ja gut, weil mit jedem, was man reinschreibt, steigt ja die Interoperabilität eigentlich. Aber wir müssen da aufpassen, wir müssen das aus meiner Sicht strikt begrenzen, müssen strikt sagen, hier ist Schluss, ab hier bitte wettbewerben, da wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Wir müssen nur die für die Basis-Interoperabilität notwendige Dinge sozusagen regeln.
Das halte ich für einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt. Das macht unsere Norm dann auch agiler, einfacher, stabiler. Ja, und wir können dann auch mit gutem Gewissen dann da den Wettbewerb dann drauf loslassen. Wenn man anschaut, was für Maßnahmen, wenn da denn ergreifen könnte. Und das ist ein Punkt, den ich doch sehr wichtig halte. Eigentlich brauchen wir zuerst mal eine Norm für IT-Norm. Es gibt zwar Normen, wie schreibt man eine Norm, kennen Sie alle, ja. Gibt sogar sehr umfangreiche, aber es geht mehr so um das Schreiben. Aber wir müssen uns eigentlich mal überlegen, wie soll so eine IT-Norm aussehen. Und es muss bestimmte Regeln geben, wie wir solche generischen IT-Normen denn eigentlich machen. Ja, ich habe hier mal so ein paar Beispiele, was da drin stehen könnte. Es müsste eine normative Festlegung der Erweiterbarkeit und Ausprägbarkeit in Konsistenzhüllen geben. Das heißt, es müsste eine Regulierung geben, zu sagen, pass mal auf, die Norm ist generisch und es wird beschrieben, wie du im Rahmen dieser generischen Struktur deine eigenen Ausprägungen aufbringen kannst, deine firmenspezifischen, wettbewerblichen Dinge dort einbringen kannst, wie du das machen kannst. Eigentlich müsste dieses Modell beschrieben sein, um hier ganz klar sozusagen dieses Spiel entsprechend zu haben. Es müsste ein Verbot der Änderung der generischen Grundsemantik geben. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht auch, um ein linkes Spiel von bestimmten Firmen zu verhindern, in der Form, dass sie dann genau ein Bit ändern, sodass also sie dann nicht in diese Norm reinpassen und man dann praktisch von der Norm weg muss und praktisch auf ihr System. Sondern es muss so sein, dass die generische Struktur eigentlich immer, egal wie ausgeprägt und komplex und toll und mit QoS versehen das andere System ist, aber die Grundsemantik muss ich immer sozusagen bedienen und mit der muss ich immer umgehen können. Ja, das sind also solche Dinge, die ich glaube, die ganz wichtig sind. Ich habe auch noch den letzten, der mir eigentlich am Herzen liegt. Wenn Sie einen Gesetzestext lesen, da ist der sozusagen ganz klar gegliedert. Da stehen immer diese Paragraphen, Artikel, Absatz und da steht dann an einer Stelle irgendeine Regel drin. Und ich finde es auch gut, wir haben es mal probiert bei den Kernmodellen, dass man einfach in solchen Dingen auch reinschreibt. Regel 1, 2, 3, 4, 5 und dort stehen dann wirklich formalisiert Regeln drin, die dann praktisch die Festlegung der Norm dann ausmachen. Das sind dann logische Ausdrücke, die da drin stehen, auf die ich verweisen kann. So ich das sagen kann, in Norm XY, Paragraph X, Absatz sowieso, Regel 24, dann weiß ich, was damit gemeint ist. Also hier könnte man sicher auch noch einiges machen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, den ich direkt sehen würde, das sind alles Maßnahmen, die können wir innerhalb unserer bestehenden Organisationsstrukturen hinkriegen. Ja, das können wir alles so machen. Die zweite Maßnahme ist, dass wir doch etwas steuern und koordinieren müssen, was denn wer wo wie normt. Ich meine, Sie kennen das alle, in den letzten Jahren hat man das mehr so gemacht, da war eine Gruppe, die sagte, das ist wichtig, dann hat die da ein New Work Item Proposal aufgezogen und dann ging das dann los und dann lief das so. Es gab eigentlich keine, also so ist wenigstens in dem Bereich den Übel, keine zentrale Koordination, dass man sagt hat, pass mal auf, diese Thematik, die war doch schon da und wir müssen das doch etwas koordinieren und bitte in deiner Norm möchte ich nicht nochmal beschrieben haben, wie eine Anlage ist, bitte verweise dort dahin und da möchte ich bitte das so und so haben. Also es gab sozusagen keine Steuerung. Das war ja auch so gedacht eigentlich diese Normenkomitees und Arbeitsgruppen sind ja frei, ja, die wollen ja ihr Ding machen. Aber ich glaube doch, dass es uns sehr, sehr gut tun würde, wenn wir das etwas koordinieren. Da gibt es jetzt ja auch neue Möglichkeiten mit dem Standardization Council, ja, dass man das etwas koordiniert über das gesamte Spektrum hinweg, sodass man so eine Art modellbezogener Normungsplan hat. Ne? Wie, dass man etwas, was ist ein Lifecycle, nur an einer Stelle bitte normiert und nicht an drei. Ja? Und dass man das etwas im Vorfeld schon steuert und schaut, wer macht denn was und wie geht's. In der Richtung hätte ich auch eine Anregung, dass man die Normen, zumindest die Einzelteile, Reihen können ja groß sein, aber die Einzelteile doch kleiner macht. Ja? Also mein Traum wäre ein Konzept, eine Norm und fertig. Und nicht nochmal ein Balkon, nochmal drei Balkone und so, sondern zack. Ja? Also das glaube ich, dass das eine sehr große Hilfe wäre, was man da machen könnte. Das sind alles Dinge, die können wir im Rahmen sozusagen evolutionär in unseren Strukturen machen. Es gibt aber eben auch Dinge, die wir nicht so hinkriegen. Und ich glaube, allen ist klar, also der Herr Teigler macht ja intensiv, der Herr Thies, ja, was man da machen kann. Wir brauchen neue Spielwiesen, die außerhalb der Verfasstheit der aktuellen Normungsorganisationen geschehen. Das geht nicht anders. Ja, das Erste, wenn Sie schon mal sehen, für attraktive neue Normenformate, für die industrielle IT, ich möchte da nochmal darauf hinweisen, ist die freie digitale Verfügbarkeit der Normeninhalte eine unabdingbare Voraussetzung.
Ja, und das geht ja eben auch mit dem ganzen Finanzierungsmodell, mit dem, wie das heute ist, ganz schwierig. Ja, also man muss sich überlegen, wie man das macht. Und da muss ich sagen, das finde ich ganz toll, da an die DKI ein sehr offenes Herz ist, der jetzt auch experimentierfreudig sagt, wir müssen da was tun, mal sehen, was mit da passieren kann. Das zu einer Norm, zu einer IT-Norm gehören sowohl eine von Menschen lesbare Spezifikation als auch eine elektronisch lesbare formale Beschreibung der Festlegung. Das ist doch das, was diese Normen von der OMG oder B3C so attraktiv machen, dass sie direkt das XML-File dazu runterladen können, wo dann entsprechend die Formalismen dahinter stecken. Ja? Wenn Sie die lesen müssten, dann wären die überhaupt nicht interessant. Ja? Sondern es ist, dass Sie praktisch direkt auch die Möglichkeit haben, neben der Spezifikation sozusagen das elektronische Format zu haben, mit dem Sie dann direkt in Ihren Rechnern automatisch weiterarbeiten können. Und die Normen in dem IT-Bereich, die müssen meiner Ansicht nach so werden, dass wir in der konsensbasierten Normung wettbewerbsfähig werden. Sonst sind wir in der konsensbasierten Normung hier nicht wettbewerbsfähig. Das heißt nicht, dass nicht irgendeine Handwerkernorm, obwohl das auch kommen wird, dann noch anders ist und dass man da auch noch, sagen wir mal, das konventionelle Schema fährt. Ja? Das muss nicht alles gleich sein. Aber in dem IT-Bereich geht es meiner Ansicht nach nicht anders. Als letztes vielleicht ein Ansatz. Ich weiß, das ist ja Open Source, ist ein bisschen langweilig, sagt ja jeder, aber ich möchte da nochmal darauf hinweisen, dass es vielleicht eine Chance ist, dass wir eine generische, aber durchgängige Interoperabilität durch Open Source Referenzlösungen natürlich befördern können. Und ich möchte auch nochmal auf das von der Frau Jeschke zurückkommen. Ich glaube schon, dass die Interoperabilität jetzt gerade so eines unserer drückendsten Hauptprobleme ist. Wenn Sie HMI anschauen, ja, wenn Sie ansehen, was bei Industrie 4.0 läuft, dann ist der Fokus, und dort, wo es eigentlich jetzt gerade wehtut, ist die Interoperabilität. Natürlich auch die Klassifikation der Qualitätsdaten und so weiter. Ja. So, in der Normungsstrategie müssen wir also eingebettete Open-Source-Entwicklungsprozesse haben. Und da müssen wir uns was überlegen, wie man das macht. Wie sieht denn so ein Open-Source-Software-Entwicklungsprozess aus? Nun, der ist relativ schnell. Ja, es gibt so eine Phase, wie man das also am Anfang machen kann. In 6 bis 12 Monaten ist da etwas da. Spezifikation und die Lösung selbst wird parallel entwickelt. Wenn Sie an der Uni sind, dann ist die Lösung meistens schneller wie die Spezifikation. Ja, das ist immer so eine Sache, aber das ist vielleicht auch im Experimentieren. Aber irgendwie geht das zusammen. Es gibt eine Stabilisierungsphase und es gibt dann sozusagen Usage- und Maintenance-Phase. Und der Witz ist, dass man das eben sehr schnell geht, sehr agil geht, aber sehr stark rückgekoppelt geht über viele entsprechende Wege. Und dass wir über ein solches Verfahren eben auch ganz anders die junge, innovative Generation ansprechen, als darüber, dass Sie einladen, in einem Standardisierungsgremien 4-mal in Frankfurt am Main zusammenzukommen und mit älteren Herren zu plaudern. Ja, das muss man so sehen. Das ist einfach nicht so attraktiv, wie an so einer Open-Source-Geschichte mitzuwirken, die direkt lauffähig ist, ja, die direkt dann entsprechende Dinge hat. So ein Entwicklungsprozess ist offen, der wird von IT-Experten getrieben. Es sind viele Experten und Interessenten beteiligt, also nicht nur 5, die da sitzen, sondern es geht sehr schnell. Spezifikation und Referenzlösung werden parallel vorangetrieben. Ja, die ersten Ergebnisse sind schnell verfügbar und können getestet werden. Ein ganz wesentlicher Punkt, das ist ja so ein Trick, dass die Spezifikationslücken werden durch die Referenzlösung automatisch geschlossen. Ja? Also zum Beispiel OpenCUA hat eine ganze Menge von Spezifikationslücken, wenn Sie jetzt, wir haben ja so einen Open Stack gemacht für OpenStack 2.5.4.0, ja, wenn Sie jetzt den Stack den schließen, damit sind die Lücken geschlossen, warum? Sie müssen sich an der Stelle entscheiden, wie es ist, und damit ist die Lücke zu. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht die feine, aber es ist klar. Und der Witz ist, andere, die jetzt gerade nicht wissen, wie die Spezifikationslücke ist, die können da nachschauen, ist Open Source, die können nachschauen und sagen, aha, das läuft linksrum. Ja, das kann man dann natürlich nachziehen, aber auf jeden Fall ist das die Lösung. Das heißt, man kann auch schnell mit wenig endgültig ausspezifizierten Lösungen starten. Und Sie erlauben natürlich nachher eine einfache Kommunalitätstest für andere Lösungen. Das ist ja nur eine Referenzlösung. Die Hersteller werden ja eigene Lösungen machen. Ja, man kann dann prüfen, ob die mit der sozusagen Referenzlösung, Spezifikation dann entsprechend übereinstimmt. Was mir sehr gut an dieser Sache gefällt, ist, dass der Open-Source-Prozess tatsächlich ein offener Entwicklungsprozess ist. Das heißt, in jeder Phase sind die Dokumente public. Ja, jeder kann reinschauen, jeder kann sich früh informieren, wie der Stand ist, was dort passiert. Wenn Sie heute von der OPC Foundation oder von der ISA ein Papier bekommen, dann wird was gemunkelt, dass da wieder was läuft. Wenn Sie nicht sozusagen Mitglied in dieser Organisation sind, bekommen Sie sehr lange keine vernünftigen Informationen, was eigentlich passiert. Also die Öffentlichkeit, wenn ich mal so sagen darf, wird erst dann informiert, wenn es fertig ist, und dann haben Sie fast keine Chance mehr, was zu machen. Ja, da kann man eigentlich sagen, gut, dann wird Mitglied, dann ist es besser.
aber das ist vielleicht ja nicht der Weg. Und das ist bei Open Source eben nicht so. Ja? Bei Open Source sind sie von vornherein mitbeteiligt. Die entwickelte Referenzlösung, die ist so angedacht, jetzt wenn wir das hier machen würden im Normungsumfeld, sollte unter einer freien Lizenz kostenfrei genutzt werden können. Es sollen ja nur die Dinge standardisiert werden, wo man wirklich sagen, die sind common und allgemein. Und nichts, was irgendwie in diesen wettbewerblichen Bereich reingeht. Ja? Die Referenzlösung kann beliebig verwendet werden. Wer es macht, ist selber schuld, sage ich mal. Ja, man muss halt selber bauen. Ja, die Lizenzen werden von einem vertrauenswürdigen öffentlichen Träger verwaltet. Der Träger steht unter deutschem europäischem Recht. Und hier an diesem Punkt sind wir. Zurzeit wird diskutiert, wie wir das machen. Es ist eine große Schwierigkeit, dass wir zurzeit keine Open-Source-Umgebung hier in Deutschland, Europa haben, unter das wir das sozusagen stellen können. Ja, es gibt auch OSAL und es gibt schon so ein paar Dinge, die vielleicht ganz interessant wären. Aber W3C, meine Damen und Herren, Eclipse, lesen Sie sich mal die Statuten genau durch. Wir haben uns die in der Plattform teilweise angeschaut. Wenn Sie dann fragen, dann sagen die, ja, das ist nicht so gemein, das steht historisch noch so drin. Das sind einzelne Personen, Pressure Groups, die dort das Sagen haben. Das macht überhaupt nichts aus, wenn ich als Hochschullehrer dort ein paar Open-Source-Produkte bei Eclipse einklinke oder bei W3C. Aber wenn wir sagen, wir bauen Industrie 4.0 auf solch einer Schiene auf, dann würde ich das nicht unbedingt unter solch ein Label stellen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ja, mit solchen amerikanischen firmengeführten Dingen. Okay, also da muss man sich überlegen, wie man das macht. Da sind wir auch zurzeit mit den Beteiligten dran am Diskutieren, wie man das aufbauen kann. Man kann die Haftung und so weiter, das sind alles diese Dinge. Man braucht einen sicheren Rechtsrahmen, mit dem diese Geschichten dann getrieben werden können, wie die Spezifikationen sind, wie die Rechte sind, wie die Haftungsfragen sind. Das muss einfach einmal in deutschem europäischen Rechtsrahmen geklärt sein. Und das ist, glaube ich, eine ehrenvolle Aufgabe, da mal drüber nachzudenken, auch von den Juristen. Wie könnte man sich das sowas vorstellen? Ich habe hier mal so ein Beispiel, wie dann so ein Ablauf sein könnte im Rahmen der Einbettung. Ich sage bewusst nicht irgendein Open-Source-Projekt, sondern es geht um Open-Source-Projekte gezielt, um bestimmte Standardisierungsbedarfe zu befriedigen. Ja? Wie könnte sowas aussehen? Das SCI 4.0, das meint, habe ich jetzt mal beispielhaft, das Standardization Council Industrie 4.0, das erkennt den Normungsbedarf und initiiert ein Projekt. Dann bekommt das hier sozusagen in dem klassischen konsensbasierten Normungsumfeld in der Organisation ein Fachgremium, das sich darum kümmert. Ja, und dieses legt das Thema und Ziel fest, auch die Beschränkungen, wie weit es gehen soll. Das arbeitet aber nicht die Spezifikation aus. Ja, das wäre es damit überfordert. Das bildet nur den Rahmen sozusagen des Controlling. Ja, und es prüft, ob das Projekt im festgelegten Rahmen bleibt und es reicht später ein CTV ein. Und dann gibt es ein Open-Source-Projektteam, das unter irgendeinem solchen Open-Source-Host läuft. Ja, und das macht einfach ein ganz normalen Open-Source-Projekt zu diesem Thema mit allen Freiheitsgraden. Es ist nur thematisch beschränkt, dass das Thema eben einen bestimmten Rahmen haben soll. Sonst können die machen, wie sie wollen. Ja, die müssen sich aber eben an die Lizenzvereinbarung von diesen Open-Source-Hosts, der dann entsprechend halten. Alles andere ist, und das ist möglichst frei. Ja? Und dann bekommt man die Spezifikation Referenzlösung, jetzt kann man sagen, ist das okay oder nicht. Und wenn das okay ist, dann kann das praktisch, Herr Pichler, Entschuldigung, das habe ich jetzt Ihnen da rein, ja? Dann ist sozusagen das Office vom Standardization Council Industrie 4.0 zuständig, dass aus den Spezifikationen, die dann irgendwie formuliert sind, ein vernünftiger CDV wird, den man dann entsprechend einreichen kann. So könnte ich mir so etwas vorstellen. Um zum Beispiel eine Kombi zu haben zwischen dieser freien, agilen Struktur und doch dem Einbinden in einen konsensbasierten Rahmungsumfeld. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Für diese IT-Herausforderung der Digitalisierung, die zukünftige IT-geprägte Entwickler, um das praktisch attraktiv zu lassen. Da sind zusätzliche Methoden und Produkte erforderlich. Ich möchte das ganz bewusst auch nochmal mit der jungen Generation sagen. Die denken anders, die ticken anders, die machen das anders. Wenn ich morgens zwei Vorlesungen hatte und um 12 Uhr zum Mittagessen gehen, habe ich nach Mittagessen zwei E-Mails, warum die Folien noch nicht im Netz sind. Ja? Das ist eine ganz andere Art. Ja? Bei uns war klar, dass man ein Skript irgendwo kauft. Das ist einfach nicht akzeptiert. Die gucken dann irgendwie. Die fummeln lieber sechsmal da irgendwo rum. Ja? Und wenn wir diese Generation mitnehmen wollen, das müssen wir ja. Ja? Wir sterben ja irgendwann aus. Das ist so. Ja? Dann müssen wir hier was machen. Also das muss attraktiv sein, auch vom Outfit her, von dem Zugriff her, von dem, wie das behandelt wird. Das muss anders gestaltet werden. Und ich weiß, das kollidiert teilweise mit den entsprechenden Verfasstheiten der Normungsorganisation. Da müssen wir schauen, wie wir da rauskommen.
primäres Ziel jetzt in der nächsten Zeit, das ist das, wo ich meine, wo mein Augenmerk drauf ist, und die Frau Jeschke sieht es, glaube ich, auch ähnlich, ja, ist die Sicherstellung der Interoperabilität und das Offenhalten von Schnittstellen für den Wettbewerb. Nur so kann sich die innovative Kraft von Anwendern, Herstellern, von Großkonzernen und KMU im I4.0-Umfeld entwickeln. Ich glaube, das ist unser, dort, wo es am meisten wehtut, wo es das größte Interesse da ist, ja, dass die Messgrößen, also das ist auch ein anderes Thema, aber das ist, ich glaube, hier spielt jetzt gerade die Musik und hier müssen wir schauen, dass wir Lösungen finden. Und ich möchte doch nochmal am Schluss sagen, ich glaube immer noch, ich würde es nicht über Bord werfen, wir müssen das revolutionieren, aber die Idee der konsensbasierten Normung ist und bleibt eigentlich die richtige, ja, wir haben relevante, rechtssichere, nachhaltige und internationale Lösungen und das muss unser Ziel sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.